So, hallo und herzlich willkommen bei Zum Glück gespart. Mein Name ist wie immer Christian und heute sprechen wir über das Thema Tempolimit auf Autobahnen, aber vielleicht etwas anders, als ihr das vielleicht jetzt vermuten würdet. Viel Spaß dabei. So, und ich habe bei euch im Vorfeld vor 2 Tagen auch eine kleine Umfrage gemacht und da ging es auch um die Frage, was haltet ihr von einem Tempolimit, seid ihr dafür oder dagegen? Und ich blende euch das mal ein, da kam jetzt auch Folgendes raus. Also 29% von euch haben gesagt, ja, ich halte eigentlich gar nichts von, soll alles so bleiben, wie es ist. 56% sagten, ja, ich bin dafür, auch bei 130 entsprechend. 7% wollten auch ein Tempolimit haben, aber eher etwas höher angesetzt. Den anderen 7% war es dann auch egal. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, dass diese Umfrage nicht besonders repräsentativ ist. Es hat bis dato nur 95 Stimmen gegeben. Das auch noch auf einem Kanal, der ja ausgerichtet ist auf Elektromobilität, erneuerbare Energien und so weiter. Und da ist es ja auch dann schon so, dass man sagt, okay, Elektroautos fahren ja meistens auch gar nicht so schnell. Die sind ja auch noch begrenzt teilweise. Verbrauchen auch deutlich mehr, je höher die Geschwindigkeiten auf den Autobahnen werden. Und da kann man dann, oder da könnte man dann auch daraus schließen, dass man sagt, okay, Elektroautofahrer gehen eher davon aus oder setzen sich eher dafür ein, dass ein Tempolimit eingeführt wird. Ja, das nur als kleine Vorinformation für euch, wie ihr jetzt abgestimmt habt und wir steigen jetzt mal ins Thema ein. So, und jetzt gibt es ja tatsächlich bei diesem Thema wirklich Gesprächsstoff ohne Ende und das ist immer wieder so ein Dauerthema. Ich weiß, das wurde auch schon 1000 Mal durchgekaut und vielleicht kann man es auch nicht mehr hören, dann könnt ihr auch gerne wegschalten. Aber es gibt halt zig verschiedene Punkte, Ansichtsweisen, wie man etwas angehen kann und darüber sprechen kann. Aber wir greifen uns heute nur ein spezielles Thema, was mir auch wirklich wichtig ist, da einfach mal raus. Also wir sprechen nicht über, und jetzt muss ich mal wieder auf meine Liste gucken, was ich jetzt alles so draufgeschrieben habe. Wir sprechen jetzt nicht unbedingt über Ressourcen sparen oder tendenziell Geld sparen, Energie sparen, etwas für die Umwelt tun, was natürlich auch ein Aspekt ist. Auf der anderen Seite eine Zeitersparnis, wenn ich jetzt relativ schnell fahren kann und die Freiheit zu haben, das zu tun, was ich möchte und nicht reglementiert werden auf der Autobahn. Wir haben schon genug Gesetze sicherlich, wo wir eingeschränkt werden als Deutsche und alles. Aber darüber möchte ich jetzt so in der Form nicht diskutieren, weil das würde ein Video werden, keine Ahnung, dann könnten wir den ganzen Tag irgendwie sprechen darüber. Ich möchte einen Punkt ansprechen und das ist das Thema Vernunft gepaart mit Verantwortung und Vorbild sein. Und da muss ich ganz klar sagen, da gibt es für mich im Grunde genommen auch nicht wirklich was zu diskutieren. Und ich sage euch auch warum. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum man jetzt so ein Tempolimit-Video drehen könnte. Einerseits auch, um mehr Klicks zu bekommen, andererseits, weil es ein Thema ist, was kontrovers diskutiert wird, also gucken es ja eigentlich die Befürworter und aber auch die Gegner davon. Dann beispielsweise Reichweite, Werbeeinnahmen und alles, was damit zu tun hat, ein gewisses Statement abgeben entsprechend. Ja, natürlich, ein Statement möchte ich auch abgeben. Klicks sind mir in dem Fall wirklich eigentlich pieps egal. Es wäre natürlich schön, wenn es viele Leute gucken, weil dann wissen die auch, wie ich darüber denke. Aber der Hauptpunkt, warum ich dieses Video mache, wenn ich nur einen Menschen von euch erreiche, ich sage einfach mal, jenseits der 200 vom Gas zu gehen, dann habe ich alles erreicht, was ich mit diesem Video erreichen wollte. Warum komme ich eigentlich genau jetzt auf die Idee, so ein Video zu machen? Und da muss ich euch sagen, ich mache jetzt demnächst, fahre ich ja ein paar Tage nach Kiel. Und das sind so roundabout knapp 500 Kilometer. Und da habe ich ja gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach mal, auch wenn es schwer fällt, zwischen 90 und 100 km/h mit dem Model Y zu fahren und schaue dann mal, wie weit ich komme, ob ich durchkomme, ohne zu laden und wie viel Energie ich verbrauche. Und schau mir dann die Auswertung mit euch an. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch vor, auf dem Rückweg dann deutlich schneller zu fahren, dem Verkehrsfluss eine Chance zu geben und zu sagen, okay, da wo aufgehoben ist, fahre ich auch deutlich schneller, damit ich schneller an meinem Ziel ankomme. Und da wollte ich natürlich dann auch wieder schauen, wie ist da der Verbrauch, wie lange habe ich dann wirklich für die komplette Strecke gebraucht und so weiter und so fort. Aber ich habe mir dann überlegt und die Frage gestellt, ja, wie schnell fährst du denn jetzt eigentlich, wenn aufgehoben ist?
Das Model Y schafft 217 km/h. Okay. Fährst du die 217, wenn frei ist und keiner auf der Autobahn ist? Fährst du deutlich langsamer? Fährst du auch nur Richtgeschwindigkeit bis 130? Fährst du 160? Fährst du 180? Keine Ahnung. Also ich habe mir da wirklich mal meine Gedanken zu gemacht und bin zu einem Entschluss gekommen. Den sage ich aber gleich erst am Ende. Wir fahren jetzt ein ganz kurzes Stück mal auf der Autobahn, aber es geht nur um eine reine Reisegeschwindigkeit. So, wir fahren jetzt 90. Na klar kann man das mit einer leeren Autobahn jetzt gar nicht vergleichen. Wir beschleunigen jetzt mal, sofern das der Verkehr gleich zulässt, auf 130 und schauen mal, wie sich das so anfühlt. Ich bin übrigens kein Freund vom dichten Auffahren, deswegen ist es hier jetzt extrem schwierig. Okay, jetzt muss ich hier schon wieder die Straße verlassen. Wir beschleunigen jetzt mal auf 130. So. Also ich finde, 130 ist schon mal eine ordentliche Reisegeschwindigkeit. Das kann jeder anders sehen. Manche schlafen ja bei 130 ein, aber ich finde, man kommt schon flott, ja, weiter. Von 90 oder von 100 mal ganz abgesehen, was ich auf der Fahrt nach Kiel machen werde. Aber darum geht es ja auch gar nicht jetzt. Also ich sag mal 130, wie gesagt, eine gescheite Geschwindigkeit. Jetzt fahre ich sogar wieder langsamer. Der Verkehr lässt es hier auf jeden Fall nicht zu. Hier haben wir auch schon wieder 100. Na gut. Ja, jetzt wollte ich ja ganz kurz nochmal mit euch Autobahn austesten, wie sich das anfühlt, mit 90 oder 100 km/h auf der Autobahn zu fahren, ob man da schon eine Belästigung ist, und dann einmal mit 130, wie sich so eine Reisegeschwindigkeit anfühlt, ob das auch noch zu langsam ist. Und dann wollte ich ja gerade nochmal 160 fahren, aber da kam ich jetzt gar nicht zu, weil ich die ganze Zeit nur Laubarbeiten mit Baustellen hatte und ich habe jetzt auch keine Lust, unnötig durch die Gegend zu fahren. Also von daher, ihr seid sicherlich alle schon mal 160 gefahren. Das ist eine gute Geschwindigkeit, um von A nach B zu kommen. Ich finde es eigentlich auch schon ein bisschen schnell. Aber sicherlich noch alles in einem Bereich, wo man Autos gut unter Kontrolle haben kann. Gerade sichere Autos, neue Autos, das ist alles überhaupt kein Problem. Und ja, also machen wir es mal nicht dramatischer, als es ist. Also alles so zwischen 130 und 180 sehe ich noch irgendwo als halbwegs human an. Wie gesagt, ich wollte gerade nochmal 160 testen, euch nochmal zeigen, wie sich das so anfühlt, wie das aussieht. Aber da kam ich wegen dem Verkehr leider nicht zu. So, und wie gesagt, jetzt habe ich mir meine Gedanken dazu gemacht und vorher aber so ein bisschen recherchiert. Ich habe einfach mal geschaut, was gibt es denn alles so für Videos über Tempolimits, und habe mir das ein oder andere Video angeschaut und bin da zum Beispiel durch Zufall auf das Video gestoßen. Und ich habe das auch schon vorher mal gesehen, aber jetzt noch nicht so für mich selber ausgewertet. Ihr wisst es vielleicht, habt es vielleicht selbst auch gesehen, das Video mit dem recht reichen Kollegen, der einen Bugatti Chiron fährt und entsprechend dann auf der Autobahn die 417 km/h, glaube ich, da knackt. So, das Video wurde zig millionenfach geklickt und es ist auch sehr unterhaltsam, sich das anzusehen. Und das ist natürlich auch, ja, aufregend und krass und 417 auf deutschen Autobahnen und alles schön und gut. Aber mich hat das wirklich zum Nachdenken gebracht, denn es ist ja wirklich in Deutschland erlaubt, unter gewissen Umständen 417 km/h auf der Autobahn auf öffentlichen Straßen zu fahren. So, und dann gab es von Matthias Malmedy, von seinem Kanal Qualmedy, ein Reaction-Video auf das Video von dem Fahrer mit dem Bugatti. Und das ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Und da macht er auch nochmal eine Reaktion auf einen Anwalt, der das dann alles so bespricht, wie das in Deutschland erlaubt ist oder eben nicht. Und dazu möchte ich auch noch so ein paar Dinge noch mal sagen, oder vielleicht vorher noch mal kurz die Info, wer Matthias Malmedy nicht kennt. Also er ist ein deutscher, sehr erfolgreicher Moderator, hat auch das Format Grip entsprechend moderiert und hat da Autos getestet. Er hat seinen eigenen Kanal, er hat, glaube ich, seine eigene
Modelinie, qualme die entsprechend und ist sehr, sehr erfolgreich. Und ich muss sagen, ich gucke mir auch recht viele Videos von ihm an. Ich finde das auch sehr unterhaltsam, kurzweilig und es macht auch Spaß, die Videos zu gucken. Aber ohne Wertung, sage ich mal. Also alles, was mich unterhält, muss ich ja nicht unbedingt so werten, ob man es jetzt machen sollte oder eben nicht. Also wirklich, wie gesagt, schönen Gruß an dich. Es ist wirklich sehr interessant, deine Kanäle oder deinen Kanal zu schauen und es macht auch Spaß. Aber dein Reaction-Video auf die Fahrt mit dem Bugatti, da gibt es so ein paar Punkte, die sehe ich komplett anders. Aber gut, jeder hat halt so seine Meinung. So in seinem Titel von dem Video mit der Reaction fragt er ja eigentlich schon in die Runde, geht das so noch klar oder ist das noch in Ordnung? Und da hat mich wirklich gewundert, dass er wirklich ganz klar sagt, ja, das geht auf jeden Fall klar. Er hat ja regelrecht wirklich die Fahrt mit den 417 km/h auf der Autobahn ja wirklich gefeiert, muss man sagen. Also er fand das mega cool. Und klar, jetzt muss man natürlich sagen, was sollte er auch anders sagen? Er hat einen Kanal, wo er fast jeden Tag 300 km/h fährt. Ja, also er fährt ja selber auf deutschen Autobahnen sehr schnell. Und man muss auch wieder sagen, ja, er ist, ich glaube, der hatte sogar eine Rennfahrerlizenz und er weiß ja ganz genau, was er da tut und kann sicherlich auch ganz andere Geschwindigkeiten ganz anders abschätzen, als ich das jetzt beispielsweise könnte. Nur grundsätzlich mit einem so großen Kanal, wie er ihn jetzt hat, wo er auch sehr viele Menschen erreicht, so ein Statement quasi da so abzulegen, dass man das total in Ordnung findet, weil er hat sicherlich auf seinem Kanal auch gewisse Nachahmer, die ihm nacheifern würden, die aber vielleicht nicht das Auto so toll unter Kontrolle haben wie er, dann trotzdem sowas abzugeben und zu sagen, yo, finde ich voll in Ordnung, ist ja in Deutschland erlaubt und fertig, finde ich schwierig, kann ich so nicht unterstreichen, muss jeder für sich selbst werten. Wie gesagt, toller Kerl, wie vermessen von mir, da überhaupt was gegen zu sagen mit meinem Popelnasenkanal hier. Aber jeder hat in Deutschland das Recht, seine Meinung zu äußern. Und ich muss sagen, das, was er da so gesagt hat, finde ich nicht okay. Und er hat natürlich auch demzufolge zig Argumente gebracht, die auch einleuchtend sind, warum man das auf deutschen Straßen machen kann unter gewissen Umständen. Jetzt war es ja so, dass dieses Bugatti-Video beispielsweise super vorbereitet war. Es war in den Morgenstunden. Die Autobahn war wirklich komplett frei. Die Autos, die da gefahren sind, ich glaube, das waren 4 oder 5 Stück insgesamt, die sind alle komplett rechts gefahren und er mit seinem Bugatti ist recht weit links gefahren. Dann hatte er ein ganzes Team dabei, was entsprechend die Strecke abgesichert hat oder im Vorfeld gesagt hat, okay, die Strecke ist frei. Dann hat er ein Auto, was wirklich auf diese Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Alles gut und schön. Aber warum auf öffentlichen Straßen? Warum? Es gibt für mich da keinen Grund, auch wenn das Risiko vielleicht durch diese ganzen Hilfsmittel und Vorbereitungen niedriger geworden ist, aber es gibt doch immer noch ein Risiko. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, Risiko, Risiko hast du überall. Du kannst irgendwo über die Straße gehen, du kannst, keine Ahnung, in die Dusche steigen, du hast überall ein Risiko, dich zu verletzen oder zu verunglücken oder zu sterben. Keine Frage. Aber das Risiko ist definitiv höher mit 417 auf öffentlichen Straßen. Also es ist eigentlich schon bescheuert, darüber zu diskutieren. Das Risiko ist einfach viel größer und ich finde es nicht in Ordnung, dass genau das in Deutschland erlaubt ist. Du kommst ohne Strafe davon. Es geht mir gar nicht darum, irgendwelche Regeln aufzuzwingen, die Freiheit des Einzelnen irgendwie einzuschränken oder sonst irgendwas. Aber denkt doch mal ein bisschen nach. Der Großteil von euch, das muss man ja auch so sehen in den Statistiken, der Großteil verhält sich ja wirklich normal. Aber es gibt halt immer wieder ein paar Ausreißer, die, ich sag mal, jenseits der 300 wirklich mit ihren Sportwagen fahren müssen oder wollen. Und das nicht unbedingt, wenn die Bahn komplett frei ist, wenn das Wetter super ist oder keiner auf der Mittelspur fährt. Nee, es gibt wirklich manche Vollhorst-Idioten, die das machen, wenn die Autobahn mittelvoll ist, wenn sie durchkommen. Und das ist einfach, es gibt halt manche dumme Menschen, die es einfach nicht checken, die den Unterschied nicht sehen, ob man irgendwas vorbereitet hat über Monate oder einfach sich in ein ganz schnelles Auto setzt und losfährt.
So, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mit diesem Video definitiv nicht nur positive Resonanzen und Kommentare ernten werde. Aber das ist, ich bin ein erwachsener Mann, das ist auch nicht so schlimm. Ihr könnt auch sicherlich eure Argumente und was ihr meint, reinschreiben zu müssen in die Kommentare. Macht es, bleibt nur oberhalb der Gürtellinie, das höre ich mir und gucke ich mir alles gerne an. Das Ziel ist auch gar nicht, jetzt irgendwie zu sagen, ich will mich komplett hier durchsetzen mit meiner Meinung. Ich möchte einfach nur entsprechend mein Statement dazu abgeben und so wie ich darüber denke. Als, und jetzt kommt es auch nochmal, Familienvater. Ja, also vielleicht nochmal einfach, um das auch irgendwie einzuordnen. Jetzt überlegt euch mal, gut, das ist natürlich jetzt ein Extremfall. Fast kein Auto schafft es, 400 km/h zu fahren. Aber nehmen wir das jetzt einfach mal als Referenz. Nehmen wir die 400 km/h. Jetzt fährt ein anderer mit 120 km/h. Das heißt, wir haben eine Differenz von 280. Das würde also bedeuten, du fährst jetzt auf der Autobahn mit 280 und ein anderes Auto steht. Ja, also wie weit willst du da vorausschauend fahren? Das ist ja, weiß ich nicht. Also für mich geht das einfach nicht in meinem Kopf hinein. Allein der Sog, wenn ein Auto mit 400 km/h an einem vorbeifährt, das muss ja schon, keine Ahnung, da wirst du ja schon durchgeschüttelt. Oder nehmen wir einfach niedrigere Geschwindigkeiten. Nehmen wir 280 km/h, was viele tolle Sportwagen locker schaffen. Ja, das wäre genauso, als wenn du mit 140 irgendwo herfährst und ein Geisterfahrer kommt dir mit 140 entgegen. Was das für extreme Geschwindigkeiten sind, wie soll man sowas denn großartig einschätzen können? Natürlich, klar, das ist jetzt auch wieder überspitzt, übertrieben und da werden Vergleiche gezogen, wo ihr dann wieder sagen werdet, nee, das kann man so gar nicht sehen. Ja, weiß ich nicht. Doch, finde ich schon. Es kann auch grundsätzlich, also Matthias Malbe, die sagt ja selber, so zu fahren ist extrem gefährlich. Oder er sagt, ich weiß jetzt nicht, wie er das gesagt hat, er sagt, glaube ich, es ist gefährlich. Ja, natürlich ist es gefährlich, aber man kann auch nicht durch Argumente wie ein Bugatti ist nur darauf ausgelegt, so schnell zu fahren und die Reifen sind darauf ausgelegt und er hat sich erstmal neue Reifen noch draufgepackt und alles ist super, Strecke war super, die Autos wollen quasi schnell gefahren werden, ja, aber doch nicht bitte auf deutschen Autobahnen, die freigegeben sind für alle Menschen, ne? Das muss doch nicht sein. Es kann trotzdem was passieren. So ein Reifen kann doch trotzdem, also unterbrecht mich, wenn es nicht so ist, also so ein Reifen kann doch trotzdem platzen. Oder es kann irgendwie was auf der Straße liegen, was jetzt vielleicht der Vorausfahrende, der die Strecke kontrolliert hat, nicht gesehen hat. Sowas kann doch theoretisch alles sein. Und jetzt sage ich euch, bei solchen Geschwindigkeiten, 400 km/h, dieses Auto würde komplett zerfetzt werden. Ich weiß gar nicht, das fliegt hoch, 1000 Teile, das kann ja selbst noch in den Gegenverkehr theoretisch reinknallen. Und wenn dann eines von diesen 4 Autos dann irgendein Teil davon abbekommt oder der Fahrer genau in diesem Moment passiert irgendwas und knallt dann da rein, ja. Klar sind das Schauermärchen, die ich da erzähle, aber kann es nicht passieren? Du musst ja auch nicht vom Rauchen, musst du ja auch nicht sterben, kannst da auch 90 oder 100 Jahre alt werden. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist doch mit Sicherheit höher. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, warum das für mich jetzt entsprechend gar nicht geht. Ich sehe alles durch eine rosa-rote Papabrille. Ich bin ein Familienvater, ich habe eine gewisse Verantwortung. Selbst, also ich dürfte ja selbst mein Leben nicht unnötig in Gefahr bringen, weil nicht nur ich dann weg wäre, sondern auch meine Kinder dann hinterlasse entsprechend ohne Papa. Also ihr müsst euch doch mal vorstellen, ihr müsst euch einfach doch mal auch normal, rational, logisch als Vorbild denken. Wenn ihr Familie habt, wenn ihr Vater seid, wenn ihr Mutter seid, dann könnt ihr mich sicherlich da besser verstehen. Wie kann man so schnell auf deutschen Autobahnen fahren und dann noch wirklich selber denken, jo, das ist völlig in Ordnung? So, und jetzt werde ich sicherlich bei ganz vielen Leuten auch gegen die Wand reden, die Sportwagen zu Hause in der Garage stehen haben, die schnell fahren können, das oft machen, nie was passiert ist, die sicherlich meinen, die haben alles unter Kontrolle, die das sicherlich mehr von mir jetzt als Propaganda sehen für die Extremen, die es ja ganz selten nur gibt und was weiß ich, was es da für Argumente entsprechend gibt. Die werde ich sicherlich alle in den Kommentaren bald lesen. Also um etwas darzustellen, spreche ich ganz gerne mal in Bildern. Und jetzt stellt euch mal bitte einfach nur vorstellen. Ihr seht einen Autofahrer auf der Autobahn, der sitzt in einem Porsche Panamera. Sagen wir mal Porsche Panamera, einfach deswegen, weil der, glaube ich, groß genug ist, dass hinten noch
ein Kindersitz reinpassen würde. Und jetzt stellt euch vor, jetzt fährt der an euch vorbei mit 280 auf der Autobahn. Jetzt mal ohne Wertung, dass ihr wahrscheinlich gar nicht erkennen könnt, wer da drin sitzt, wenn der an euch vorbeischießt. Aber wir stellen uns vor, wie gesagt, Porsche Panamera, 280 km/h, Autobahn, linke Spur. Von mir aus auch eine relativ freie Autobahn. Aber hinten drin ein Kindersitz, hinten drin ein sitzendes Kind. Würdet ihr dann noch sagen, das ist in Ordnung? Und jetzt muss da noch nicht mal irgendwas passieren. Ihr habt doch auch bei euch hinten drin Kinder sitzen. Und wenn er jetzt keine Kinder hat und auch keinen Kindersitz, aber wenn er euch hinten drauf knallt, was ist dann? Ich habe als Familienvater verdammt nochmal die Verantwortung, meine Kinder, meine Familie zu beschützen. Und das bedeutet dann auch, auf solche Dinge einfach mal hinzuweisen, dass ich das nicht so toll finde. Und wenn es jetzt wirklich von euch jemanden geben sollte, der demnächst auf der Autobahn fährt und dann vielleicht dann doch mal so ein bisschen vom Gas geht, dann habe ich schon wieder meinen Beitrag dafür geleistet. Und ich muss mich auch nicht unbedingt unnötig in Gefahren bringen. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, okay, für die Rückfahrt von Kiel nach Hause werde ich eine Maximalgeschwindigkeit wählen von zwischen 160 und 180. 180 vielleicht auch wirklich nur, wenn die Strecke wirklich komplett frei ist. Also da seid mir nicht böse, ich werde das Auto dann nicht ausfahren. Also ihr könnt dann nicht schauen, die Grenzbereiche des Verbrauchs und wie schnell ich dann ankommen würde. Ich setze mir da definitiv ein gewisses Limit, wo man sagen muss, es sind noch Geschwindigkeiten, die auch schnell sind, definitiv, aber die nicht so abgehoben sind, dass man irgendwo jenseits der 200, jenseits der 300 irgendwo daher donnert. So, und ich gebe euch noch ein Beispiel. Rein theoretisch, was ja dann auch erlaubt wäre, ihr könntet jetzt beispielsweise einen Sohn haben, der ist 18 Jahre und der leiht sich jetzt euren Sportwagen aus, ob erlaubt oder eben nicht, und fährt jetzt einfach mal auf die Autobahn. Jetzt sagen wir mal auch, die ist relativ frei und er fährt links und ein paar Autos fahren nur rechts, aber jetzt knallt der mit über 300 oder 300 km/h auf der Autobahn durch die Gegend. Würdet ihr das gutheißen? Würdet ihr meinen, der hat alles unter Kontrolle? Es geht hier ja gar nicht um irgendwelche Streckenabsicherungen, die ich sowieso auf öffentlichen Straßen so in der Form nicht machen kann. Es geht ja darum, welcher Nonsens in Deutschland auf der Autobahn theoretisch erlaubt ist. Ja, also es geht immer um die Extreme. Ich bin nicht dafür, dass alles reglementiert wird. Ich sage das nochmal. Ich bin auch nicht dafür, dass jeder mit 130 auf der Autobahn fährt. Ich wäre eher für eine Begrenzung, sagen wir mal 160, weil ich auch denke, dass die Autos deutlich sicherer geworden sind. Weil dieses Regelwerk mit 130 km/h, das stammt ja noch aus dem Jahr 1978 entsprechend. Da waren die Autos auch noch nicht so sicher, wie sie heute entsprechend sind. Und diese ganzen Sicherheitssysteme, die im Auto verbaut sind, die Knautschzonen und alles, was damit zusammenhängt, auch das Fahrverhalten der Autos war sicherlich damals noch nicht so gut wie heute. Deswegen würde ich eher sagen, okay, 160 macht schon Sinn, da so eine Grenze zu ziehen, weil die Autos auch einfach, weil das alles sicherer geworden ist. Aber ich spreche hier über diese Extreme, die einfach nicht sein müssen. Man muss ja irgendwo auch mal eine Grenze ziehen und einen Riegel vorschieben, dass eben nicht theoretisch jeder diese Geschwindigkeiten ohne Strafe machen kann, wie er will. Es ist einfach meiner Meinung nach zu gefährlich. Aus. Übrigens bin ich bei meinen YouTube-Recherchen auch auf den Kanal von Bloch oder Bloch erklärt gestoßen und da wurde auch nochmal das Tempolimit thematisiert und er hatte auch wirklich ganz tolle Statistiken, die eigentlich gesagt haben, dass ein Tempolimit jetzt gar nicht so viel bringt, wie man das eigentlich meint. Sei es jetzt Ersparnis, CO2-Ersparnis, Unfalltote, weniger Staus und alles Mögliche. Und das ist auch alles sicherlich richtig und die Statistiken werden da sicherlich auch so nicht lügen. Nur trotzdem nochmal, also gewisse Punkte, gewisse Dinge, Menschenleben kann man schlecht in Statistiken ausdrücken. Wenn es nur einen Menschen retten könnte, eben dieses Tempolimit einzuführen ab einer gewissen Grenze, dann ist doch da schon viel gemacht. Stellt euch doch nur einmal nur vorstellen, es ist
dieses eine Menschenleben, was ihr retten könnt, was aus eurem Bekanntenkreis ist, dann würdet ihr das doch machen. So, und vielleicht jetzt nochmal ganz kurz das Fazit von meiner Seite. Also, nochmal. Erstmal, Matthias Malmedy, alles gut, ja, also du machst da einen tollen Job, logischerweise, und YouTube-technisch ein mega Vorbild, und ich finde deinen Kanal unterhaltsam und ich finde auch, du bist ein cooler Typ, aber ich muss ja nicht alles, was du sagst, immer perfekt halten, für perfekt finden, und ich kann auch sicherlich meine Meinung dazu äußern. Ich möchte einfach nochmal sagen, ich bin natürlich nicht dafür, dass alles in Deutschland reglementiert wird und dass unsere kompletten Freiheiten aufgehoben werden. Und ich möchte natürlich auch noch irgendwo meine Freiheiten genießen können. Nur, ich sehe das, wie gesagt, ich fasse das nochmal zusammen aus einer anderen Sichtweise als Familienvater, als verantwortungsbewusster, als vernünftiger 41-Jähriger, als Vorbild meiner Kinder, als Vorbild vielleicht auch für Leute, die diesen Kanal gucken. Ich sehe das halt einfach aus meiner Sichtweise, und ich finde, jeder kann seine eigene Meinung haben, die vertrete ich nun mal hier, und jeder kann eine andere haben und man kann darüber diskutieren, und ich muss auch nicht mit allem, was ich sage, recht haben, und habe ich mit Sicherheit auch nicht. Aber ich möchte nochmal unterstreichen, dass mir das Thema ganz wichtig war. Also, wenn ihr das vielleicht ähnlich seht und auch was für Elektromobilität übrig habt, gerne Tesla-Videos guckt, erneuerbare Energien und auch ein bisschen Humor habt und nicht alles immer auf die Goldwaage legt, beziehungsweise auch mal zwischen den Zeilen liest, wie ich manche Dinge meine, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Wünsche euch alles Gute, euer Christian. Peace.